Also alles Business as usual. Haben wir hier noch irgendwas? Oh mein Gott. Ihr seid so nervig. Weg damit. Ah, hier müssen wir lang. Okay, gut zu wissen. Irgendwas. Nee. Und nicht. Ah, hier ist auch dann die Glocke für. Ich suche mir mehr Leute, rufe mehr Leute oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was diese Glocke bringt. Ich mach's einfach. Armer richtig hart ein Weg, Gong, du. Na da. Wir haben hier wieder ein Räucherwerk. Geisterbergen? Ah! Geister kultivieren. Verringert die Key-Kosten. Was macht der eigentlich? Nimmt die Gestalt des Wandernden an. Er verbeugt sich und rammt den Gegner mit Bronze und Schädel. Okay. Okay. Interessant. Aber ich glaube, ich hätte gerne das hier, mit dem ich beschwöre Schlangen. Hm. Geist kultiviert. Blut des Eisentiers verbraucht dafür mehr. Eine zusätzliche Viper. Ah, okay. Ah ja. Das zum Herstellen ist wahrscheinlich immer noch nur das gleiche. Ja. Nemo. Warte mal, was? Achso, der Laden. Ja, mein Gehirn. Zack. Und ich bin dumm. Kaufen. So. Ich kaufe euch mal leer. So. Was bist du? Luja, Duftrebe. Aha, interessant. Mhm. Ich sehe eine Schlange. Irgendwer kriegt auf den Sack, ich weiß noch nicht genau wer. Oh, wait, what? Ach, ein Äffchen. 蛇胆用来泡酒，倒是清热解毒的佳品。来来来，小老弟，里面请，里面请。 Es sei mein Gast tritt ein Gallenedelstein. Komme gleich. Ich muss mir nur kurz noch die Truhe hier aneignen. Meine. Ich
Meine mit Müll und Müll, I guess. Na gut. Machen wir 540. Aha. Bodenaufwertung. Achso, aber ich kann dann nur meine alte Gurde aufwerten, nicht die andere. Duftrebe. Trinkaufwertung. Kokoswein. Ah ja. Nicht genug. Weinwurm erwecken. Aha. Also wir können hier einfach. Okay. Sturen. Oh, mit für kurze Zeit die Giftresistenz. Ah, das ist das, was dann... Okay, Brauerei mit Bravour. Okay, alles klar, das ist das. I see. Mhm. Und was können wir hier bei ihm kaufen? Langsam eine kleine Menge für wenn eine Gurde stellt. Kurz. Oh, das ist auch nicht schlecht. Also entweder können wir da jetzt das reinmachen oder wir machen halt so, steht kurzzeitig langsam eine kleine Menge Leben wieder her. Ich glaube, ich nehme das erstmal. Ich meine, sorry, hier ist zwar die Giftresistenz relativ gut, aber. So. Keine zweite Rarität. Okay, aber das ist da auch mit drin. Also zurzeit ist es noch egal, welche wir nehmen, weil die beide auf 5 sind. Aber sobald ich die andere auf 6 habe, werde ich wieder swappen. Okay. Das wäre einfach der Shortcut gewesen, dann wären wir hier runtergesprungen, dann wären wir hier rausgekommen. Okay. Da runterzufallen ist wahrscheinlich nicht so geil. Oh, mir gefällt das nicht. Ich rieche ganz viele Frösche. Oder sogar ein Bossfrosch. Ja, ein Bossfrosch. Oder eine Schlange. Oh! Weißgewandter Edler. Aua. No!
Ich will hier hin. Oh, wow. Aua. Hier. Und tschüss. Phase 2. Natürlich hat er eine Phase 2. Aua. Ja, okay. Hallo. Kein Mana mehr. Aua. Mhm. Aua, what? Was hat mir gerade Schaden gemacht? Au, okay. Okay, mhm. Alles klar. Aber wenn man weiß, dass der eine zweite Phase hat und man nicht alles für die erste Phase raushaut, ist das totally fine und machbar. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich sehe, dass da ein Drache ist. Vielleicht sollte ich auch den Stab nach oben nehmen. Es ist vielleicht besser. Die Schlange hier? Nö, ne? Gut, das ist dann irrelevant. Das heißt, wir können einfach runterlaufen und den direkt wieder herausfordern. Ist gut. Steht er da? Ja, der steht auch schon da. Wann wird er getriggert? Da. Ja, okay. Den ersten Hit gleich mal gefressen. Muss gucken, wie ich welche Attacken der, Das ist so cool. Aua. Aua. Okay. Aua. Verdammt. Thank you.
Ja. Aua, das tut weh. Ach, komm schon. So, ab in Phase 2. Kann ich die Verwandlungsphase skippen? Nee, ne? Gut. Okay. Ah, jetzt kann ich skippen. Hä? What the fuck? Warum? Ah ja, okay. Ah, okay. Ich kann aber währenddessen gehittet werden. Okay, gut zu wissen. Dann ist die Frage, ob ich ihn dann vielleicht nicht doch sogar schnellstmöglich in Phase 2 prügel. Das könnte funktionieren. Kann ich eigentlich seine... Das will ich auch nochmal testen, ob ich seine Range-Angriffe mit meinem Wirbel weghauen kann. Das würde mich nochmal interessieren. Und Feuer ist hier halt einfach, keine Ahnung. Die Verwandlung zu dem Typen kann ich auch ganz am Anfang irgendwann machen, weil die komplett irrelevant ist. Feuer ist es nicht, bin ich ehrlich. Aua. Alter, jetzt aber gut. Komm, dodgen, dodgen, lass mich dodgen. Ja, natürlich. Okay. In Phase 2. Ich habe noch mein gesamtes Mana.
Ja, jetzt lass mich das doch endlich skippen, danke. Und ich habe nur einmal geheilt. Aua. Ah, okay. Au, okay. 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 Aua, zu spät gedodged. Au, au. Oh no! Oh no! And we got it. Schlängelnde Schlange. Ja, der Zahn. 与当年的火烧禅院有关，此人所言不像假话，小猴子，你可暗自留心。 Ah, hier ist auch noch mal eine Glocke. Ist hier sonst noch was? Einen der Iren aufgehängt. I mean. Oh. Ah, wir läuten einfach mal alle Glocken. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mir das bringt. Ob das. Ich vermute mal, dass es die Gegner auf mich aufmerksam macht und stärker macht wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Oh.
Ewige Echos. Drei Glocken erklungen, der Schatten verschwunden. Alter Tempel. Gibt's jetzt hier einen Bonusboss oder was ist das jetzt hier? Haben wir Kisten? Okay, wir haben neue Gebetsperlen bekommen. Das ist ja was an Seelenkram. Warte mal. Waffenliste anzeigen. Oh, Angriff auf 40 hoch. Ah, mit dem Jadezahn können wir... Wie kann ich das... Achso, den muss ich jetzt erst craften wahrscheinlich, ja? Maximale Leben und Mana nach Absorbieren der... Moderat. Okay. Was habe ich jetzt für ein Event getriggert? Das frage ich mich halt gerade. Wir sind wieder beim Wolf. Achso, diesmal komme ich hier nicht rein. Okay. Hier ist aber sonst auch nichts. Ich vermute mal, ich kriege gleich noch eine Erklärung. Ich hoffe es. Ist auch nichts. Schmiede, Waffenschmiede. Na, guck mal. Anzeigen. Ah ja, und hier kann ich jetzt. Ah, okay. Waffenherstellung. Handlich und robust. Wir haben neue. Okay. Aber wir haben auch neue Rüstung, die wir herstellen können anscheinend. Okay, dafür fehlt uns aber... Verringert die Ausdauerkosten im Wasser stark. Okay. Resistenz hoch. Wir nehmen mal die Rüstung für die Beine. Oh, hoppala. Kein Zweier-Set mehr, ne? Weil ich nur noch die Handschuhe davon habe. Na egal. Weiß ich noch nicht, was das ist. Gut. Ich habe leider ein richtig ungutes Gefühl, was diese Tür da oben angeht.